es heute um die Weinrauben, die Weinstöcke verschneiden. Es ist eigentlich schon zu spät, Leute. Hier habe ich angefangen. Und zwar ziehe ich von diesem Stock, weil dieser sehr große Trauben hat, ziehe ich drei Zweige hier hoch. Das hier die Wurzel. Das habe ich schon geschnitten heute. Es ist eigentlich schon zu spät. Es ist schon etwas feucht, das Holz. Beim Schneiden. So. Und zwar schneidet man den Wein 1, 2, 3 oder 2 Knospen. Ich nehme nur 2. Zack. Und was alt ist, komplett weg. Hier. Alt weg. Hier auch 1, 2. Grün. Aber wir schon. 1, hier sind 1, 2, 3. Hier sind 1, 2, 3. Schneiden wir hier weg. Bei diesen auch 1, 2, 3. Hier oben. Diesen hier 1, 2. Sieht man, dass hier schön Wasser austritt. Normalerweise ist es schon zu spät. Februar ist die richtige Zeit zum Einschneiden. Ich schneide das erstmal fertig. Dann zeige ich nochmal, wie es aussieht. So, Gartenfreunde. Wieder. Ja. So soll es eigentlich aussehen dann. Abgehört. Zwei vergessen. Und auch noch zwei. Naja. Und Müll haben wir reichlich. Müll ist reichlich. Wenn man den Wein nicht zurückschneidet, auch hier Radikalschnitt. Im Juli ist das wieder alles. Eigentlich gibt es dazu nicht mehr zu berichten von dem Wein. Außer, also, ja, man kann ihn auch, ich glaube, im Herbst zu richten. Und dann gibt es noch einen Sommerschnitt. Gibt es auch. Sommerschnitt ist es dann, zeige ich später.